Herzlich willkommen zu unserem Feature Kunst schlägt Krise Teil 2. Heute im Abendblatt, die meisten von Ihnen haben es wahrscheinlich gelesen, wieder ein guter Tipp für die Erhöhung unseres Gesundheitsmodus. 10.000 bis 12.000 Schritte sollen wir täglich tun, um unser Immunsystem fit zu halten. Ein schönes Ziel dafür wäre, zumal bei diesem Wetter, ja mal das Landhaus, das wunderbare Landhaus hier hinter uns, das Landhaus, was unter dem Namen Katharinenhof bekannt ist, hier in Blankenese im Mühlenberger Park zu finden, wo man wirklich sehen kann, es ist ein wunderschönes Objekt, was hier von dem Neffen, von dem großen, bedeutenden dänischen Architekten Hansen gebaut worden ist. Man sieht ja an dem Bauzaun, das Ganze ist noch in Restauro, ja schon eine ganze Weile. Wir müssen den Daumen drücken, dass es weitergeht. Aber was ist eigentlich das Tolle? Was kann man hier erleben, wenn man vor dem Haus steht? Vor allen Dingen doch erleben diese Ruhe der klassizistischen Architektur. Das ganze Haus ist ja gebaut 1829 für Georg Friedrich Bauer, den Altonaer Kaufmann. Wir kennen den Bruder von Bauer von einem anderen bedeutenden Haus, was man gleich noch dazu besuchen kann, nämlich dem Elbschlösschen in den Städten. Der Bruder also hat sich von Hansen dieses Haus bauen lassen, was aussieht wie das Pantheon. Und der Georg Friedrich, der lässt sich 20 Jahre später von dem Neffen des Hansen diesen wunderbaren Palast bauen. Es gibt Nachrichten, dass man sich damals schon auch so ein bisschen beschwert hat, weil eigentlich für ein Landhaus ist es nicht gemütlich genug. Das kann man sich ja vorstellen. So die Füße hochlegen, das macht man in so einem Haus nicht. Aber es ist tatsächlich wirklich wie ein klassischer Tempel, der Ruhe und Vollkommenheit ausstrahlt. Denn auch hier ist es wieder so wie überall bei Hansens Bauten, die Proportionen sind perfekt. Das kann man, glaube ich, ganz genau nachvollziehen. Und man kann auch sehr schön sehen, wenn man hier vor dieser eleganten diesem Säulenportikus steht, der in Sandstein ausgeführt ist hinter mir, dann kann man auch sich erinnern an ein weiteres Gebäude, was man ja gleich in den Spaziergang noch mit einbinden kann, nämlich das Jenische Haus. Der Katharinenhof, der hat tatsächlich eine ganz ähnliche Form wie das Jenische Haus, was ja ungefähr gleichzeitig gebaut ist. Und man kann die beiden miteinander gut vergleichen und sich fragen, warum man damals, wenn man nur mal in diesen herrlichen Garten ging, eine so schöne Säulenfront brauchte. Man brauchte sie, um sich zu fühlen wie jemand, ein antiker Kaufmann, der am Golf von Neapel steht und sein eigenes Landhaus genießt. Also das Antikenzitat ist hier sehr deutlich und Hansen hat eben es versucht, mit diesen wunderbaren klassizistischen Proportionen Ruhe und Noblesse hier in diese schöne, auch von ihm ja selbst gestaltete Grünanlage zu bringen. Der Park ist ja selbst auch nochmal ein Highlight von Ramé entworfen. Ramé, dem bedeutenden Emigranten, der hier als Franzose nach Hamburg kam und hier die schönen Grünanlagen überhaupt erstmal entwickelt hat. Und jeder von Ihnen weiß bestimmt auch, dass hier Richtung Elbe ja noch dieser schöne kleine Ausblick besteht, genannt Kanonenberg, der damals auch eingerichtet wurde, von dem aus Georg Friedrich Bauer seine eigenen Schiffe mit Salutschüssen begrüßte, aber natürlich wirklich nur seine eigenen Schiffe. Also tatsächlich hier ein fantastisches Ziel für einen immunstärkenden Spaziergang. Ich würde mich freuen, wenn es den einen oder anderen dazu anregt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.